Und damit wechseln wir zum nächsten Vortrag. Es ist PD Dr. Jonas Zeitz. Er ist am Gastrozentrum Hirslanden in Zürich und auch schon ein sehr langer Weggefährte von uns allen. Herzlichen Dank, Jonas, dass du dir Zeit genommen hast für diese Fragen. Ja, vielen Dank, Stefan, für die einführenden Worte. Ich freue mich auch hier heute, Ihnen ein paar interessante Fragen vorstellen zu dürfen, die mir Stefan zugeschickt hat. Und zwar habe ich folgende Fragen bekommen. Die erste Frage wäre: Soll ich meine Medikamente nehmen, auch wenn ich mich gut fühle? Da muss man erst mal schauen, warum überhaupt Medikamente. Wir haben ja heute auch schon einiges über Medikamente gehört, welche Medikamentenklassen es gibt, warum man die einsetzt. Und der Grund, dass man Medikamente einsetzt, ist zum einen die Schubtherapie, also die akute Entzündung bei der chronisch entzündlichen Darmerkrankung zu bekämpfen und auch die Beschwerden dann zu mildern und zu verhindern, dass man eine langfristige Cortisontherapie einsetzen muss, weil die, wie wir auch schon gesehen hatten, sehr effektiv und sehr schnell wirkt, aber auf lange Sicht mehr Schaden als Nutzen hat. Und wir wollen auch die beschwerdefreien Phasen, nachdem diese dann hoffentlich eingetreten sind, erhalten, also die Remission erhalten. Und das ist auch ein Grund für die Medikamente, dass wir die fortführen. Und es geht ja nicht nur um die Entzündung wegzubekommen, es geht auch darum, dass es Ihnen als Patient besser geht. Also wir wollen die Lebensqualität verbessern und wir wollen vermeiden, dass Komplikationen einer unbehandelten Entzündung, wir kommen da später auch noch drauf, auftreten. Und jetzt genau zur Frage, ob ich die Medikamente auch nehmen soll, wenn ich mich gut fühle. Wichtig ist, dass bisher im Allgemeinen keine Heilung der Erkrankung möglich ist. Das ist eine Erkrankung, die einen in der Regel das Leben lang begleitet. Und auch wenn keine Beschwerden bestehen, müssen sowohl der Morbus Crohn als auch die Colitis ulcerosa häufig durchgängig behandelt werden, aber nicht immer. Und wir wollen verhindern, dass ein Schub auftritt oder persistierende Entzündung auftritt und, wie ich schon eben gesagt hatte, die Cortisontherapie vermeiden. Und wenn jetzt jemand in Remission ist, und ich sehe das da ähnlich wie Gerhard Rogler, wenn das darf nicht zu kurz sein, da sollte jemand sicherlich 2 bis 3 Jahre beschwerdefrei unter Therapie sein, dann kann man sich überlegen, ob man die Therapie mal stoppt und schaut, tritt die wieder auf. Wichtig ist, dass man zu dem Zeitpunkt dann auch nochmal eine gute Standortbestimmung der Erkrankung macht, selbst wenn man sich gut fühlt. Bin ich der Meinung, dass man zu dem Zeitpunkt dann häufig auch nochmal eine Endoskopie wiederholt, um wirklich zu schauen, ist die Entzündung auch endoskopisch und auch in den Gewebeproben nicht mehr nachweisbar. Und man muss natürlich auch wissen, wie hoch ist das Risiko, wenn ich stoppe, dass wieder ein Schub auftreten kann. Und das ist auch schon in verschiedenen Studien untersucht worden. Zum Beispiel nach dem Stopp einer Anti-TNF-Therapie mit zum Beispiel dem Infliximab hat man gesehen, dass ungefähr 1/3 der Patienten nach einem Jahr einen Schub entwickelt. Glücklicherweise weiß man aber, dass der Großteil der Patienten, wenn ein Schub auftritt, auch wieder gut auf die Therapie dann auch ansprechen. Aber das muss man wissen, dass wenn man stoppt, dass dann möglicherweise ein Schub auftreten kann und ein guten Drittel der Patienten ist betroffen. Nächste Frage ist, soll ich meine Ernährung ändern, Vitamine oder andere Supplemente nehmen oder meinen Lebensstil ändern? Ich möchte da unserer Ernährungsexpertin Diana Studrus danken, die mich da bei den Fragen unterstützt hat. Sie macht bei uns die Beratung von unseren Patienten mit chronisch entzündlichen Darmerkrankungen, was diese ganzen Fragen angeht. Und bei chronisch entzündlichen Darmerkrankungen kann es häufig zu Mangelerscheinungen kommen. Am häufigsten ist da der Eisenmangel, der bis zu 70% der Patienten betreffen kann. Und was da wichtig ist zu wissen, was auch nicht alle Ärzte wissen, darum sind wir immer dabei, auch sowohl Patienten als auch die Ärzte zu sensibilisieren, ist eine orale Einnahme von Eisenpräparaten als Tabletten ist nicht empfohlen, weil die ein Risiko bürgen, dass ein Schub auftreten kann. Also wenn ein Eisenmangel auftritt, empfehlen wir in der Regel eine Substitution als intravenöse Eisengabe.
Ein Vitamin-B12-Mangel kann noch häufig sein, bis zu 40% der Patienten. Kalziummangel kann auftreten. Das ist besonders der Fall, wenn Cortisontherapie besteht, weil in diesem Fall dann die Kalziumaufnahme im Darm verschlechtert ist. Und ein Vitamin-D-Mangel ist auch sehr häufig. Und wir streben bei Patienten mit chronisch entzündlichen Darmerkrankungen auch höhere Vitamin-D-Spiegel an als in der Normalbevölkerung. Das heißt, sehr viele Patienten aus der Sprechstunde erhalten regelmäßig Vitamin D. Und auch Vitamin D hat auch noch einen anti-entzündlichen Effekt. Das hat dann auch noch den positiven Nebeneffekt, neben dem Schutz des Knochens, das auch noch Entzündung vorbeugt. Zusätzlich kann auch noch Folsäure ein Mangel auftreten. Und Zink kann auch ein Problem sein. Das ist besonders ein Problem bei Morbus Crohn-Patienten, wenn Fisteln bestehen oder Dünndarmabschnitte operiert werden mussten. Und was noch wichtig ist zu wissen beim Zink, dass es eine Interaktion geben kann zwischen Zink und Eisen und Kupfer. Das heißt, wenn man jetzt zu lange Zink einnimmt, kann das dann dazu führen, dass man dann andere Mangelerscheinungen wie Eisen- und Kupfermangel entwickelt. Das heißt, eine Gabe von Zink jetzt sollte in der Regel maximal 3 Wochen betragen, beziehungsweise wenn das länger notwendig ist, sollte man das mit seinem behandelnden Arzt dann entsprechend auch absprechen. Hier sind auch noch ganz interessante Daten von Diana Studrus, die sie nicht veröffentlicht, die sie erhoben hat, welche Supplemente von Patienten aus der IBD-Sprechstunde eingenommen werden. Und da sehen wir, dass doch da ein recht beträchtlicher Anteil an Supplementen eingenommen wird. An oberster Stelle ist das Vitamin D. Hier gibt es noch alle möglichen weiteren, Kurkuma an zweiter Stelle, Vitamin B12. Und viele von denen werden aber auch eingenommen, ohne dass der Arzt das weiß. Das heißt, es ist auch immer wichtig für uns, dass wir in der Sprechstunde, auch wenn wenig Zeit ist, dran denken, nehmen Sie noch zusätzlich irgendwelche Supplemente ein, was nehmen Sie noch ein? Insbesondere auch mit der Frage nach Zink und Eisen, auch in Verbindung in Kombinationspräparaten oder wenn Patientinnen schwanger werden, werden häufig auch Präparate mit oralem Eisen noch verschrieben und da sind wir dann immer auch dran, die zu beraten, dass man auf diese Formen dann, wenn möglich, verzichten sollte. Jetzt noch die Probiotika, ein großes Thema bei IBD bzw. chronisch entzündlichen Darmerkrankungen. Es gibt mehrere Studien, die das untersucht haben. Wenn wir jetzt CU, ist die Abkürzung für Colitis ulcerosa, wenn wir jetzt die Colitis ulcerosa anschauen, gibt es dort von der Studienlage keinen signifikanten Unterschied jetzt in der Remissionserhaltung, wenn man jetzt Probiotika und Mesalazin vergleicht. Aber sie scheinen ganz hilfreich zu sein in der ersten Phase der Erkrankung, um die Remission zu erreichen. Die haben eher keinen Effekt bei Morbus Crohn, aber sie verbessern die Lebensqualität. Das heißt, wenn Probiotika eingenommen werden und einem gut tun, Beschwerden bessern, dann ist das sicherlich was, was man auch beim Morbus Crohn einsetzen darf. Und das große Aber ist aber, dass die Studien bis jetzt alle sehr klein waren, es sehr inkonsistente Daten zur Effektivität sind mit einer Spanne von 20-92%. Das heißt, wir brauchen dort ganz wichtig auch noch mehr gute Studien zu dem Thema. Und wenn man Probiotika einnimmt, sind so Multistrain-Produkte zu bevorzugen, die mehrere Keime enthalten. Und es gibt von den Daten der Literatur bis jetzt keine klare Produktempfehlung, auf welches Präparat man jetzt setzen sollte. Wenn, dann sind Symbiotika empfehlenswert. Das ist eine Kombination aus einem Probiotikum und einem Präbiotikum. Präbiotikum sind Ballaststoffe, die dann verstoffwechselt werden von den Bakterien. Und eigentlich fast alle Produkte auf dem Markt sind Symbiotika. Ja. Ich glaube, eines der wenigen, welches das nicht ist, wäre das Bioflorin, das ist keins. Und wenn man das einnimmt, sind in der Regel kurzzeitige Interventionen über maximal 16 Wochen empfohlen. Längere Anwendungen gibt es keine guten Daten dazu. Omega-3-Fettsäuren werden wir häufig auch noch gefragt.
Da gibt es sehr widersprüchliche Daten zu und auch die Studien sind teilweise nicht von groß hoher Qualität und die Daten zu interpretieren ist dann schwierig. Aber wenn man sich die Daten anschaut, scheinen die eher einen geringen oder keinen Effekt auf die chronisch entzündliche Darmerkrankung zu haben. Aber auch dort brauchen wir bessere Studien. Kurkuma, das hatten wir eben in der Liste an zweiter Stelle gesehen, wird sehr häufig eingenommen. Und das ist ein Polyphenol mit sowohl immunsuppressiven Eigenschaften als auch antioxidativen Eigenschaften. Und es unterdrückt verschiedene Mechanismen im Rahmen dieser Entzündungskaskade, die bei chronisch entzündlichen Darmerkrankungen vorhanden ist. Und das kann man gut als adjuvante Therapie einsetzen. Da wird in der Regel eine Dosis von 3 bis 4 Gramm pro Tag empfohlen, dass es eine Effektivität hat. Ganz wichtig ist noch Ernährungsmuster. Wir sprechen ja immer, wie soll ich mich ernähren? Ganz häufig die Frage in der Sprechstunde. Es gibt ja die sogenannte westliche Diät, das ist eigentlich die schlechte Diät. Die hat viele Kohlenhydrate, viel Fett, viel rotes Fleisch, wenig Ballaststoffe und Nahrungsfasern, viele Emulgatoren und andere Zusatzstoffe und einen hohen Verarbeitungsgrad der Lebensmittel. Und wenn man jetzt sagt, ich möchte meine Ernährung ändern, dann ist es eher besser, das Ernährungsmuster zu ändern, als nur einzelne Nähr- oder Inhaltsstoffe zu ändern. Und das ist so jetzt hier das Beispiel von der maximal schlechten westlichen Diät, typischerweise aus den USA mit Hamburgern, Coca-Cola, Pommes frites noch dazu und dann noch den Donut zum Nachtisch. Und wenn wir jetzt die Ernährung umstellen, dann will man so diese antientzündliche Ernährung will man erreichen, um sowohl die Entzündung zu reduzieren und auch die Beschwerden zu bessern. Und das ist mehr Obst, mehr Gemüse, mehr Vollkornprodukte, Nüsse, Geflügel, Fisch und mehr pflanzliche Eiweißlieferanten und auch mehr unverarbeitete Lebensmittel. Und es gibt auch Daten, die sagen, antientzündlich so 30 verschiedene Pflanzen pro Woche zu sich zu nehmen. Aber was dann anfangen zu zählen, wird dann wahrscheinlich auch schwierig. Und wir wollen im Prinzip von der rechten Seite, von der Folie, auf die linke Seite rüber. Das ist so die Umstellung, die wir dann anstreben. Nächste Frage war, wie beeinflusst Rauchen meine Symptome? Was, glaube ich, allen bekannt ist, steht auch mittlerweile sehr groß auf den Zigarettenschachteln drauf. Rauchen ist schädlich. Weltweit sterben 8 Millionen Menschen an den Folgen vom Tabakkonsum. Und die Zahl der Raucher weltweit beträgt 1,1 Milliarden, ist immer noch sehr, sehr hoch. Und wenn man sich jetzt die Daten von den chronisch entzündlichen Darmerkrankungen anschaut, das ist besonders wichtig beim Morbus Crohn, da ist Rauchen schädlich. Da sieht man aus der Literatur, dass bei Patienten, die mehr als ein Jahr aufgehört haben zu rauchen, die haben einen weniger schweren Krankheitsverlauf, als die weiterhin rauchen. Und auch Morbus Crohn-Patienten, die einen Dickdarmbefall haben, da haben Nichtraucher in knapp 60% in 3 Jahren keinen Schub versus bei den Rauchern nur 40%. Das heißt, das Rauchen hat einen negativen Effekt auf die Erkrankung und wir raten all unseren Patienten immer dringlich, das Rauchen aufzuhören oder mindestens mal stufenweise zu reduzieren. Und in den meisten Fällen klappt das auch dann mit der Zeit sehr gut, weil die Patienten auch merken, es geht ihnen besser. Und Rauchen erhöht noch zusätzlich das Darmkrebsrisiko. Das heißt, wir haben dann zum einen eine Erkrankung, die Darmkrebsrisiko erhöht und das Rauchen noch obendrauf. Das heißt, das ist auch ein wichtiger Faktor dabei. Man weiß, dass Rauchen einen gewissen schützenden Effekt hat auf die Colitis ulcerosa. Aber wir raten trotzdem unseren Patienten mit der Colitis nicht zu rauchen, weil der Gesamtschaden des Rauchens ist größer. Letzte Frage war, welche Komplikationen sind bei Morbus Crohn und Colitis ulcerosa bekannt? Wenn wir jetzt erst zum Morbus Crohn kommen, das ist ja eine Erkrankung, Sie sehen das hier so ein bisschen schematisch dargestellt, die vom Mund bis zum Anus den gesamten Gastrointestinaltrakt befallen kann und typischerweise auch Dickdarm und Dünndarm. Und dort sind eine gefürchtete Komplikation, die sogenannten Fisteln. Das sind, da komme ich gleich noch drauf, das sind Kurzschlussverbindungen zwischen verschiedenen Darmabschnitten oder zur Hautoberfläche.
Es kann zu Abszessen kommen, das ist insbesondere ein Problem, wenn sich eine Fistel bildet und einseitig verschließt. Durch die Entzündung, insbesondere auch des Dünndarms, kann es zu einer verminderten Aufnahme von Nährstoffen kommen aus dem Darm. Und durch eine fortbestehende Entzündung der Darmabschnitte kann es dann zu sowohl entzündlichen Verengungen kommen durch die aktive Entzündung der Darmwand, aber auch dann im Verlauf, wenn die Entzündung über längere Zeit besteht, zu narbigen Verengungen des Darms bis hin dann zum Darmverschluss, was dann eine Notfallsituation ist. Und es erhöht auch das Risiko für den Darmkrebs. Und die besonders wichtigste Komplikation beim Morbus Crohn, das sind die Fisteln. Das sind nicht natürlich vorbestehende Verbindungen zwischen einem inneren Hohlorgan und einem anderen Organ oder der Körperoberfläche. Und beim Morbus Crohn kann es im Verlauf der Erkrankung zu dieser Komplikation kommen. Bei der Colitis ulcerosa selten bis gar nicht, muss man sagen. Und wir unterscheiden interne Fisteln. Das sind Fisteln, die zum Beispiel zwischen verschiedenen Darmabschnitten sich bilden. Es gibt externe Fisteln, die sich den Weg nach draußen auf zum Beispiel Hautoberfläche suchen, insbesondere auch in der perianalen Region beim Morbus Crohn ein Problem. Genau, dann die perianalen Fisteln, die halt auch als externe Fisteln dann auftreten. Und hier sehen Sie zwei Beispiele einfach mal aus einer Endoskopie. Hier sieht man so einen Fistelgang, das ist diese Öffnung, die sich hier gebildet hat, durch die Darmwand in dem Bereich, wo Entzündung war und dann von zum anderen Darmabschnitt eine Kurzschlussverbindung macht. Und das kann man dann hier auch in einem Operationspräparat sehen. Da kann der Operateur seine Zange von einem zum nächsten Darmabschnitt durchschieben. Welche Komplikationen sind jetzt so die typischen bei der Colitis ulcerosa? Dort durch die Entzündung der Darmwand akute und chronische Blutungen und Blutverlust. Besonders das Darmkrebsrisiko wird immer erwähnt. Das ist besonders abhängig von Dauer der Erkrankung und auch der Ausdehnung. Desto mehr Dickdarm befallen ist, desto höher auch dann das Risiko und desto stärker und länger die Entzündung bestanden hat, desto höher ist auch das Risiko. Weshalb insbesondere nach einer gewissen Anzahl von Jahren, man spricht so von 7 Jahren, Erkrankungsdauer, regelmäßige Koloskopien empfohlen sind. Und eine seltene, aber schwere Komplikation der Colitis ulcerosa, welche durch eine schwere Entzündung des gesamten Darms ausgelöst wird, ist das toxische Megakolon. Da kommt es zu einer übermäßigen Erweiterung des gesamten Dickdarms aufgrund der schweren Entzündung und die Patienten müssen im Spital und häufig intensivmedizinisch behandelt werden. Und es ist auch nicht selten eine Operation in dem Fall notwendig. Ja, dann bedanke ich mich ganz herzlich für Ihre Aufmerksamkeit. Ich glaube, wir sind immer noch gut in der Zeit und stehe für Fragen gern zur Verfügung. Wieder 2 Fragen aus dem Chat, bevor Sie natürlich dann auch Fragen stellen dürfen. Die erste Frage war aus dem Chat, ob Alkohol schädlich ist und vor allem Kombination Alkohol plus bestimmte Medikamente, also zum Beispiel Alkohol plus TNF-Antikörper. Was sagst du da deinen Patienten? Also gut, Alkohol, auch unabhängig jetzt von den chronisch entzündlichen Darmerkrankungen, alles, was nicht in Maßen getrunken wird, ist schädlich für den Körper. Und übermäßiger Alkoholkonsum ist nicht nur schädlich auch für den Darm, sondern auch für andere Organe. Aber Alkoholmissbrauch ist leider ein großes Problem, auch in der Schweiz. Und ich habe leider auch ein paar Patienten, die ein Alkoholproblem haben. Und wir sehen bei denen leider recht häufig, wenn der Alkoholkonsum wieder zunimmt, dass es dann auch zu einem Schub kommt, der dann auch schwieriger zu behandeln ist. Also das ist ein Problem und dem sollte man sich bewusst sein. Und die zweite Frage ist, ob man weiß, welche Stoffe aus den Zigaretten eigentlich die positiven sind, die dann dazu führen, dass die Colitis ulcerosa besser geht, wenn man raucht. Gut, da kenne ich jetzt keine Daten. Das ist gut möglich, dass das untersucht wurde. Ich kenne die Daten dazu nicht. Genau, also dazu gibt es tatsächlich keine Daten. Wer das natürlich herausfindet, der hat natürlich eine neue Therapie für Colitis ulcerosa dann entwickelt.
Vielleicht willst du, Luc, noch etwas dazu sagen zu Mikrobiom und Rauchen? Ja, also du spielst jetzt auf diese Untersuchung an, die wir vor Jahren mal gemacht haben. Es gibt ja Unterschiede im Mikrobiom zwischen Crohn- und Colitis-Patienten. Und eine Überlegung war, dass das Rauchen die Darmbakterien verändern könnte und dass diese Veränderung besonders ungünstig sein könnte bei Patienten, die einen Morbus Crohn haben. Und es gibt Hinweise in diesen Studien, aber ob das die Ursache ist, also ob der gefährliche Effekt vom Rauchen bei Crohn und der gute bei Colitis über die Darmbakterien funktioniert, das ist auch, wäre eine Möglichkeit, aber ich bin mir nicht so sicher, ob das die Hauptursache ist. Gut, gibt es noch Fragen von Ihrer Seite? Sie sind erschlagen mit all diesen Fragen, ich sehe es schon. Dann werden wir weiter wechseln.